Naja, oder der einzelne Metallring ist halt gnadenlos überteuert. Genau, und das haben doch im Video gesagt, sollen sie jetzt nicht, muss man sich nicht kaufen, wenn man nicht mehr als 8 Newtonmeter möchte. Wenn man nur 8 Newtonmeter hat. Doch eh nicht hin, oder? Ja, habe ich eh nicht. Oh. Aber TJ macht da ein bisschen Panik. Dann kommt kein Plastik ins Haus, das geht kaputt. Und das Ding ist so stabil hier, das glaubst du gar nicht. Ich habe jetzt alles auf 100, 100% beim Fanatic, 100% hier. Und ich spüre jede Kleinigkeit hier. Und ich sag dir was, Techni. Diese Metallscheibe bei den Pedalen ist so gemacht, dass du, hat so Löcher, dass du die bestimmen kannst, wie weit auseinander sein sollen. Ich habe jetzt quasi ganz weit rechts Bremse und ganz weit links. Umgekehrt. Ganz weit rechts Gas und ganz weit links Bremse. Muss ich halt nicht mehr so gequetscht sitzen, weißt du? Weil wenn es wirklich halt so ein Pedal ist, Gas und Bremse ist immer nah dran. Ich habe sogar nicht einmal, stimmt, ich habe nicht einmal ganz weit, aber ich kann ganz normal breitbeinig sitzen, ganz entspannt, weißt du? Das will ich damit sagen. Wenn ich mit dir sitze, gehen die Beine eh auf. Genau, von alleine. Na klar! Aber das Lenkrad, das du hast, das sieht sehr normal aus, ne? Boah, sehr was? Sehr schmal. Deine Hände sind sehr nah beisammen. Es ist riesig, lol, das ist eines der größten. Das ist 30 cm Open Wheel, da gibt es gar nicht welche solche. Okay. Ich wollte dich nicht ablenken. Mach ich auch für dich, Kate. Ja, nee, ich passe. Für die Auto wechseln gleich. Also, die normalen Formel Lenkrad, die es gibt, alle anderen sind 27, das ist 30. Bei Formel 1 musst du ja super schnell korrigieren. Je kleiner, desto besser. Ja. Ich habe es immer geil gefunden mit größer, weil größer ist besser, weiß man ja. Ja. Aber nachdem ich dieses von Trustmasters Open Wheel gefahren bin, darum tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich das weg habe. Hey, oh, war so toll. Habe ich auch einzeln verkauft. Fall ist ja dann mal schlecht. Jetzt habe ich noch die Base, meine Originalbase. Ich habe noch Base und Pedale. Weil das Ding ist jetzt angekommen. Also ich habe es jetzt installiert. Wo ich online gegangen bin, hast du Hallo gesagt, da habe ich es fertig gehabt. Die habe ich jetzt noch. Weil, wenn das sich als Scheiß entpuppt, kann ich das ja zurückschicken, das andere behalten. Also ich bin jetzt erstmal zufrieden. Sollst du auch, das ist ein super Ding. Erstmal. Willst du noch so eins haben? Ich gebe dir mal eins. Zwei, falls es kaputt geht. Ja, genau. Also das Lenkrad ist ein super Einsteig-Lenkrad, was dann alles hat. Fahrschulsimulator kann ich dann spielen. Ja. Meiner Frau. Mach das, ich würde dir danken. Sag ihr, hier, lernen wir einparken, hier fahren wir zusammen. Genau, hier ist wieder der Schaltknüppel. Genau. Mal schön die Hand aufs Knie legen. Gibt extra Punkte. Klar! Muss aber schon festhalten hier. Wow, 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 wow. Also ich bin jetzt zwei Autos gefahren. Bin noch nicht so viel, aber ich bin noch nicht so von den GT3 Autos überzeugt. Achso, ich habe ein bisschen Assetto Corsa Competizione gesehen auf Twitch und kann schon spannend sein, was wir da fahren. Also kann schon spannend sein. Ja, spannend, das ist definitiv, aber... Musst du das fahren können. Also ist okay, aber ich muss doch die ganzen Settings einstellen. Und dass das mit dem lockt, ist es komisch. Und ich kann, wenn ich auf Automodus einstelle, stellt er mal auf 63 Grad und dann ist jedes Spiel 63 Grad. Selbst ein Spiel, was ein Auto, okay, kein Benzin mehr. Selbst ein Auto, was nicht 63 Grad ist, ist halt komisch. Haben wir ja vorhin gesehen. Ja, wir fahren ja auch noch AC, ne? Assetto Corsa, noch gar genau. Nicht ACC. Nicht wieder hier mal ein anderes Auto, das gibt's nur noch. Ferrari hast du gesagt, nicht den, so geil? Den SLS... Ja,
Oh. Probier mal den 9-11 G 2017. Ne, jetzt erstmal den SLS. Der hört sich schon in der Boxengasse geil an. Meinst du? So, ja, mach, was du willst. Ich mach das nicht. Genau, Katie. Das F4 war ja ganz witzig, ist auch toll. Aber ich habe zu viel umgestellt jetzt hier alles. Muss viel konfigurieren. So, let's go. Boah, der SLS, der ist aber krass vom Sound. Mein Problem war auch in letzter Zeit, ich habe dauernd, natürlich habe ich gewechselt, habe ich mir nicht 2 Tage das RS300 gefahren. Wieder. Und selbst da habe ich immer wieder die Position gewechselt. Lenkrad zu Pedale, Pedale zu Stuhl. Immer anders, jeden Tag anders. Immer weiter links, weiter rechts und dann immer den Gas- und Fußpedal, den Gas- und Bremspedal immer mal weiter, mal mit einem anderen Winkel, mal vor, mal links, mal rechts. War total unangenehm irgendwie. Vielleicht so ein Fluch hier, Katie. Ja, ein bisschen Kitzel im Hals, eine Entzündung habe ich da wieder. Wir müssen schauen, was klippt, weil 100% Force Feedback ist nicht immer geil. Aber Sound ist krass im Porsche. Aber die Pedale sind okay. Also sie haben, also ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Widerstand haben. Die haben mehr Widerstand als das Lokrecht-Ding. Also meine, nicht die Pro, die haben ja kaum Widerstand. Du hast Gas, Bremse und Kupplung ist kaum Widerstand. Bremse ein bisschen mehr als die anderen, aber kaum Widerstand. Deswegen war es auch ganz gut für meine Füße. Aber mit zu wenig Widerstand hast du auch nicht so viel Kontrolle, finde ich. Und da dachte ich mir, oh, diese sehen ziemlich billig aus, aber es ist krass. Das ist echt, der Widerstand ist wild. Und dann Ron fragen, wie viel Kilogramm das ist. Aber dann sind ja 5 Kilogramm Techni. Bei dem, also bei deinen G25. G25 oder G27 sind die gleichen, so 5 Kilogramm. Und bei dem Thrustmaster, was ich gefahren bin, sind glaube ich nur so 2. Ja, also was ich hier habe, ist auch nicht so. Deswegen, ich freue mich schon. Vor allen Dingen, weil die eine fettere Baseplate haben. Das ist irgendwie. Kann ich mir meinen Fuß besser drauf ablegen. Es kann Ich auch habe, einfach Gewohnheit sein. das denke ich auch. Ich habe jetzt gar keine Baseplate mehr. Ich habe einfach nur die Pedal. Ja, schön. Hast ja schon einen schönen Teppich gekauft. Mauspad. Ja, aber Mauspad. hoffentlich nicht mein Amiga-Mauspad. Der ist doch viel zu klein. Ja, gut. Gott sei Dank. Das Mauspad, was ich da oben mal hatte am Tisch, diese schwarze da, was ich auf den Boden hingeschmissen, weil ich bräuchte, das brauchte das für die anderen Pedale. Ich habe Eine so schöne beschissene Fliesen. Razer-Fußmatte, ne? Ja, nee, ist nicht, weil es irgendein anderer Scheiß. Ich habe so beschissene Fliesen, habe ich das schon öfter gesagt, dass alles rutscht da, ne? Alles rutscht da. Und mit dem war das, ist es trotzdem noch rutschig. Aber dafür habe ich hier einen Omega-Stand. Ich hoffe mal, dass der okay ist, weil das hält schon bombenfest am Tisch. Ich hab so einen richtig stabilen Tisch. Also diese Tischplatte, die wiegt ja allein schon 50 Kilo oder mehr. Die ist halt riesig. Und so stabil, wie sie ist. Und die Halterung ist auch krass von dem Ding. Hält echt gut. Hab's erstmal nur so angeschaut mit der Hand und dachte mir, okay. Dann gibst du einen Stern verschraubt und tust du rein, dann tust du, ist es größer adaptiert, dann kannst du noch besser schrauben. Ich glaube, ein bisschen könnte ich machen auf 90 Force Feedback, was meinst du? KD, da siehst du, das klippt doch ein bisschen. Ich habe jetzt volle 8 Newtonmeter. Das klippt ein bisschen. Und der Ron meinte auch, dieses komische Lineage-Einstellung im Lenkrad ist bei schnellen Kurven auch so, dass es irgendwie irgendwas verändert. Ich muss mir nochmal die ganze Zeit draußen anschauen. Nummer 19. Nochmal ein bisschen weniger Newtonmeter.
Kann ich hier die Kupplung nutzen? Geht das? Nee. Boah, wir haben gestern eine geile Base gesehen von Mozart. Sind da dabei? Wo wir gesehen haben, die haben ja eine App. App fürs Handy / Tablet. Und da kannst du alles on the fly einstellen. Du fährst, also wenn man sich was holt, also ich würde das sogar nehmen, allein wegen des Settings. Du hast bei Fnatic hast du halt dieses 3-Letter-Display, wie man das nennt. Ne? Das ist halt so komplett nichtssagend eigentlich. Und da war das wirklich eine ganze Handy-App mit 3 Milliarden Einstellungen und so on the fly. Du fährst hier in der Kurve und stellst dann da einen Regler links oder rechts ein. Richtig geiles Support für Handy oder Tablet. Ich muss ja sagen, technisch, ich habe ja die Strecke vermieden wegen Senna's Tod hier. Ich muss sagen, ich finde die sehr, sehr geil und ist mittlerweile meine Teststrecke geworden in fast allen Spielen. Ja, das weiß ich, dass das deine Teststrecke ist. Und bis jetzt war sie immer Australien, aber die nutze ich sogar in Formel 1 jetzt auch zum Testen. Ich muss sagen, die Pedale, die fühlen sich echt gut an. Meine alten, die ich weggegeben habe, die Club Sports CSR Elite, die sind dann bestimmt noch ein bisschen hochwertiger gewesen, aber die sind okay. Was ich wollen würde für die wäre dieser Aufsatz, dass ich größere Bremsdinger habe, aber ist ja alles so viel. Aber das runde Lenkrad muss man sich noch gönnen und das Formel 1 Lenkrad würde ich auch gerne testen. Weil du hast ja auch Alcantara, ne? Ja. Und das habe ich ja gesagt, dass am Anfang meine Hände total schwarz sind, noch bei der Formel, bei dem Open Wheel. 3-4 Tage gefahren, alles schwarz und Blasen, habe ich Handschuhe genommen. 2-3 Tage, Handschuhe waren ja auch nicht gut, waren mal zu eng, habe irgendwie Fingerschmerzen gehabt und so. Und dann bin ich seitdem nur noch ohne Handschuhe gefahren und es ist nichts mehr abgefährt. Es ging einfach. Es hat sich schon so viel gelöst und durch die Handschuhe anscheinend noch mehr, dass es dann einfach gut war. Ja, ich fahre auch ohne Handschuhe, also. Und das sagen ja alle, man soll Alcantara mit Handschuhen fahren, damit es halt länger hält. Damit es halt nicht so dreckig und schmutzig aussieht nach einigen Jahren. Aber der andere gibt es aber Reddit, hat mir Katie sogar gezeigt, einen Beitrag, das mit Handschuhen gefahren, sieht auch beschissen aus. Und der Ron meinte auch, hey, wenn du Alcantara hast und mit ohne Handschuhe fährst wie er, dann kann man das einfach so ein bisschen pflegen mit so einer, was war das, was hat er gesagt, so eine Bürste oder so ein Creme, einfach kurz drauf auftragen und fertig. Was hat er gesagt? Ganz ehrlich, wenn nach 4 Jahren mein Lenkrad abgegrabbelt ist, und ein anderes. Und ich bin neues abgehoben. Abgehoben. Aber let's go weiter. Wozu verdienst du denn die Geld? Das Geld musst du ausgeben, die Geld. Außerdem bei Fnatic kommen immer neue Lenkräder. Das gleiche Lenkrad immer V2. Aber generell muss ich sagen, mir gefallen von Fnatic die Lenkräder nicht ganz so. Mir gefallen nur 3 Stück. Oder 4. Machen wir 3. Das GT3 Lenkrad, sage ich mal, für den Anfang schon okay. Dann das eSports V2 sah für mich am Anfang so nichtssagend aus. Richtig puristisch, weißt du, so ein paar große Knöpfe links, rechts und fertig. Aber genau das ist das Richtige, weil das V2,5X oder Non-X, X nur wegen Xbox, das Formel Wheel, ist einfach zu überladen. Da sind 57 Tasten mit irgendwelchen Drehwegen und alles. Brauchst du alles nicht. Was? Black gehabt. Sind nicht so geil, ne? Meine Rundenzeit hin hier. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nie auf meine Runde geschaut. Wo bin ich denn? Was mache ich denn überhaupt? Ist ja nicht egal, ich gucke einfach. Ich muss erstmal an die Fahrzeuge gewöhnen. Ich find's echt. Ich habe uns einfach mal mehr zur Auswahl gegeben, als wir nicht immer beim gleichen sind, dachte ich mir. Ja, das ist ganz cool, dass man das ausprobieren kann.
Manche kann es auch nur einmal nehmen irgendwie, weil es teilt ja auf diese 18 auf, das Ganze. Auf diese 20. Ist schon direkt hier das Driver. Deswegen auch Direct Drive. Genau, also mir gefällt, ich sag mal, das hier. Ich hätte eigentlich viel lieber das Formelmobil gehabt, sage ich der Technik. Aber okay. Alternativ dazu, das ist das beste Allrounder. Es hat diese Schaltwippen. Bei dem anderen würdest du 180 Euro extra zahlen für diese Schaltwippen. Und was mir noch gefällt, ich brauche auch ein rundes, ist das, was auch das günstigste ist, auch 200, ist das WRC Wheel. Das ist echt, finde ich auch geil. Alcantara, WRC, 30 cm Beste. Ich habe echt, wir haben echt, Katie hat ja auch einiges mitbekommen, wir haben echt viel geschaut und so an Videos. Mit TG, mit Jens, mit Dave haben wir viel geschaut. Was hat TG sein Rig bekommen? Der hat alles bekommen, aber er hat sein Ding nicht bekommen. Sein Rig halt nicht. Er hat alles da. Hat alles, Lenkrad, Base, alles, nur sein Rig hat er nicht bekommen. Oder irgendwas fehlt ihm noch. Er kann halt nicht fahren. Geil, ja. Oh, muss ich kurz loslassen, Alter. Das war ein bisschen viel Widerstand hier. Groben hier das Auto. Wow! Ey! Was ist mit dir? Gerade. Ja. Gerade da fährst du vorbei, du Sack. Ja, und weißt du, was krass ist? Ich habe ja alles im OVP und ich sorge wirklich auf alle für die ganzen Sachen. Alles schön OVP und reingetan mit Folie, mit Verpackung, alles auch drin draußen. Aber trotzdem hat bei einigen Sachen immer irgendwas gefehlt, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Hier das Stromkabel, da die Befestigung für den Tisch, weil ich es immer am Wheelstand hatte. Manches hatte ich auch gar nicht mehr, keine Ahnung. Ja, da bin ich echt glücklich mit meinem hier. Da war alles dabei, original verpackt. Ja, für das habe ich auch noch alles. Ich hab alles original verpackt, nur was ich nicht habe, ich habe nicht die Originalpedalen, weil die Originalpedalen von dem hat Jens bekommen. Jens hat mein GTI Wheel bekommen, mein Formel 1 Wheel. Und die, welche Base hat er? Die TX Base. Die du auch hast, nur für Xbox. Die hat halt weniger Newtonmeter. I'm coming! Be on the track! On my way! I'm faster than you. Let's switch. Team, I'm faster. So, ich habe keinen sechsten Gang geschaltet, lol. Bin ich doch nicht faster. Ja, boah. Oh, mein Daumen, Alter. Mal kurz probiert was. Alter, voller Daumen hängen geblieben. Leck mir am Arsch. Wo bist denn ja, welche? Aber mir war aber auch. Was ist denn das Lenkrad? Da ist doch dieser komische rote Knopf, der ist voll reingedrückt in den Daumen. Ist ein bisschen stark, glaube ich. Oder weiter. Ich muss ein bisschen schwächer machen, weil das ist ein bisschen krass, finde ich. Vom Lenken geht, es fühlt sich geil an, es fühlt sich alles aber. Aber ich muss jetzt sagen, du hast bei deinem Lenkrad auch alle Sachen. Fühlst du auch so, sag ich dir. Ich bin zufrieden jetzt. Also ich
Was ich halt machen muss, ist, ich habe mir ja mein Tischlein hier gebaut, das muss ich nochmal neu machen. Ich sitze ein bisschen hoch. Ich krieg diese Kurve nicht mehr hin. Ich hatte halt so viel alten Stuff. Letzten 20 Jahren war es GT, Driving Force GT, G27, dann das alte Fnatic. Alles hatte ich halt, musste einfach alles mal weg. Auf jeden Fall noch was einstellen, manche Lenkbewegungen fühlen sich so plastisch an. Als ob da so ein seltsamer Widerstand ist, der gar nicht dahin gehört. Muss nachher nochmal schauen, was da dran sagt. Und das Tolle ist, ich habe hier Kupplung und Handbremse noch. Aber bei den Games, wenn du online fährst, zum Beispiel Formel 1 oder so, brauchst du da Kupplung, musst du nicht unbedingt Kupplung drücken. Sonst kannst du nicht losfahren. Du bist zwar im neutralen Gang, gibst Gas, aber dann startest du nicht, wenn die Ampel grün ist. Du musst Kupplung drücken, dann startest du. Total bescheuert, Ding. 1,22 ist von EA, ne? Oh, was ist von EA? F1, 22. Ja. Also von Codemasters eigentlich. Das hatte ja das immer gemacht. Aber EA hat ja vor 2 Jahren Codemasters aufgekauft. Mhm. Fährst du denn Mercedes SLS GT3? Na, no, was ist das? Wie ich den auch? Den kann man nur einmal nehmen, abgehoben. Den kann man nur einmal nehmen. Schweinerei! Den SLS oder was? Mhm, der geht nur einmal anwählen. Ist nur einmal anwählbar. Dann fahr noch eine Runde, dann kannst du den nehmen. Ich hab jetzt, ja. Versuch mal eben eine Runde. Ich habe jetzt einen 15er genommen erstmal. Kennst du das, wenn der Gaumen so kitzelt? Ganz, ganz krass kitzelt. Juckt, kitzelt irgendwie da drin. Ja, dann. Nee, kenn ich nicht. Kennst du gar nicht? Alles, was ich jetzt sage, wird gegen mich verwendet. Hast du jetzt, achso, würdest du eine Waage wechseln? Ich würde keine Porsche nehmen. Jetzt mal einen anderen genommen, mach ich dann gleich die andere. Ja, dann wow. Auch schon wieder ein bisschen schneller. Also ich fahre jetzt nicht perfekt die Strecke, ne? Ich sowieso nicht, ich fahre einfach. Ich fahre jetzt aber mehr nach Gefühl mittlerweile. Ich fahre nicht mehr irgendwie so nach Tryhard, einfach nach Gefühl. Wenn es passt, passt, wenn nicht, dann nicht. Ja, egal. Aber Thumbs up für die Pedale. Respekt. Das sind, glaube ich, jetzt 2 besten, die ich jetzt bis jetzt probiert habe. Mit den anderen Club Sports Elite zusammen. Also der SLS AMG ist nice, der hat Spaß gemacht. Der ist auch krass, weil den ich hier fahre. Den Porsche, den ich hatte, war aber auch geil. Den 97er, 2017er. Und 11er, GT3 Cup. GT3 Cup 2017, achso, den sind wir doch schon. Wo sind wir den denn gefahren? Bei Automobilista, glaube ich. Ja, aber bei Automobilista geht noch so viel in der Entwicklung da. Hast du gewusst, dass Automobilista 1 die Physik-Engine oder die Engine von R-Factor 1 hat?
das gibt's ja auch noch, aber spielen halt nicht so viele, braucht man ja nicht. Und das Automobilista 2 hat ja die Engine von Project Cars 2, aber so krass weiterentwickelt von der Physik her. Die entwickeln immer weiter, die machen echt einen guten Job da. Ja, die ganzen Autos weiterentwickeln, die Physik auch, da kommen die schon irgendwann so ein bisschen weiter. Also wenn ich Dave da richtig verstanden habe, ist das ja die auch damals GTR 1 und GTR 2 gemacht haben. Und ach, sind es die Dudes? Legends. Ja, die kennen sich aus. Simbin. Und also GTR, GTR 2 war echt geil, das hat Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch auf Automobilista gekommen. Also ich finde es bis jetzt immer noch das beste Spiel, um mit den Leuten zusammen zu spielen. Das Einfachste. Brauchst keine Server machen, machst Lobby auf, fährst ein bisschen Quali, machst Rennen und fertig. Die Leute können einfach joinen. Wir haben 2 Wochen viel Spaß gehabt. Aber das war's, ne? Keiner mehr so von da, wo extra ist, ist jemals wiedergekommen. Also Wichserei. Boah, das, mit dem Wagen fährt sich das Ding krass hier. Gibt's da nicht diesen McLaren, von dem das Lenkrad ist? Ich musste den fahren, oder nicht, wenn ich schon das Lenkrad habe? Ja, ich bin da den McLaren gefahren. Ist das der? Was bist du denn gefahren? Nicht. McLaren MP412C GT3. Ja. Boah, jetzt hab ich nicht hingeschaut. Also bei dem Spiel hier, Techni, das ist halt endlich Content. Ich habe in einem Tag, glaube ich, 60 Strecken getestet. Immer so bei jeder Strecke so ein, zwei Runden gefahren. Und es gibt krasse Sachen. Was wir unbedingt machen müssen, einfach so mal auf entspannt fahren. Also wir tun uns einfach so. Ja, das ist jetzt Rennstrecke. So einfach so von A nach B durch den City fahren mit ganz viel Traffic und sowas gibt's auch. So Strecken, wo du einfach nur. Wo du einfach nur in. Genau. Über den Canyon fährst und unterhält sich ein bisschen, durch die Stadt fährst, durch einfach so Landschaften siehst, so richtig Sonntagsspaziergang. Kackefahrt. Ja, genau. Sieh, das ist krass, Mann. Gefällt dir. Und weißt du, wie viel du mit Setup machen kannst? Boah, ey, ich habe Assetto Corsa zugeschaut. Assetto Corsa Competizione habe ich zugeschaut. Und das ist ja brutal. Da geht es um Reifendruck, manchmal 0,2 Druck. Dann ist der Reifen runter, hat er nicht so viel Grip, dann geht 0,2 Druck weniger. Also ist er etwas nicht so hart und dann hat er mehr Auflagefläche, ist er stabiler. Also. Wenn ich mich damit beschäftigen muss, Alter, bei jedem Auto, dass irgendwelche Reifendrücke 0,2 oder irgendwelche Heckdinger 0,012 besser, höher, tiefer, da gibt es richtige Genies, die richtig krasses Setup machen können für manche Autos. Also. Ja, das wäre doch unser Plan. Also, dass ich irgendwann mal. Aber so tief, da kann ich nicht reingehen. Ich da fahre nicht. Klar. Also pro Strecke dann, ne? Ein Fahrzeug und dann musst du dir halt für die Strecke. Ja, aber das, diese ganzen Profi-Setup-Bastlern, die kommst du nicht ran. Ich nehme mal einmal. Oh, es gibt nur. Ist ja auch nicht unser Ziel, dachte ich. Obwohl jetzt mit deinem Lenkrad, ne, ist ja schon. Ich würde das schon gerne so. Ich würde das schon gerne mal so ein bisschen mitfahren. So ein bisschen mal so eine kleine Competition, irgendwas. Irgendwann mal. Im iRacer bin ich ja so ein bisschen dabei, aber da ist F4 Grad. Da kann ich halt jetzt jede Stunde fahren. Wird immer um Viertel vor fängt das Rennen an. Es gibt ja zwei Seasons, einmal mit festem Setup, einmal mit Custom Setup bei F4. Sonst kannst du nur alle 2 Stunden fahren. Aber da musst du dich halt nach denen richten, ne? Du hast gar keine Chance zu sagen, mach das jetzt, musst du nach denen richten. Ja. Aber ich hoffe, wir finden noch irgendein Auto oder irgendwas, wo wir dann gemeinsam fahren das. Da habe ich Bock. Sag mir, was du fahren möchtest. Und dann schauen wir mal.
Du hast ja schon jetzt iRacing-Konto gemacht. Leider. Weil ich habe jetzt iRacing-Gutschein 1 Euro, dass man 3 Monate gut Ding hat. Aber geht nur für neue Accounts. Ja. Was soll ich mit dem machen? Muss ich den verlosen? Muss ich den verschenken? Soll ich dem Andi geben, der mich supportet hat? Keine Ahnung. Ja. Der fährt eh nicht. Ach, der spielt LOL und sein scheiß Valorant und sein dummes CSGO. Na ja, gut. Also was will er damit? Deswegen hat er ja auch die Grafikkarte nicht mehr gebraucht. Genau, das war ja der Hammer, ne? LOL, du weißt doch, dass ich die 2080 gegen die 1080 Ti getauscht habe. Ja. Dann kommt er mir die Tage und sagt, du verkaufst das Ding mal. Das ist das eine Mal. Sag ich, was denn? Mag ich auf die 1080 Ti. Sag ich, was hast du mit vor? Das ist doch, das haben wir doch getauscht. Ach, verkauft er einfach. Ha? Und behalte die 2080. Ich hätte die gekauft. Behalt die 2080, hat er gesagt. Gib mir das Geld für die 1080 und gut ist erstmal. Ich gesagt, hä? Ja, dann gut, mache ich das. Habe ich sie verkauft für ihn? 303, glaube ich, oder so, oder 300. Jetzt hat er die Kohle für das und ich. Ja, es ist noch. Ey, das war krass. Ich habe sie ein paar Minuten drin gehabt. Und das war noch, wo ich noch nur national hatte. International hätte ich viel mehr dafür bekommen. Das war noch ziemlich am Anfang. Und dann habe ich gesagt, aber wie machen wir das jetzt? Das ist doch eigentlich meine Karte und ich habe deine Karte. Hat er gesagt, das ist mir egal. Er tut jetzt mit der 1080 spielen, die er anscheinend auch noch hat. Bis die neue Generation kommt, hat er gesagt. Und das reicht ihm für, ne, die genannten Spiele so, eben. Hört sich nach einem verdammt korrekten, lieben Kerl an. Ja. Ja, seit 22 Jahren oder so kennt man sich. Sag ich mal grob. Aber hat halt nicht so viel Zeit, eher weil Family Stuff und sowas, ne? Deswegen habe ich ihm ja ein bisschen auch Arbeit abgenommen und er hat mir auch ein bisschen geholfen. Aber man hatte auch zwischendurch mal gar keinen Kontakt, ne? Also muss man sagen, ist halt immer so. Ja, klar. Ach so, ein paar Jahre einfach so, hey, gar nichts und auf einmal ruft man sich wieder zusammen und dann, na, alles klar, ja. Fast alles wie gehabt, dass man nie irgendwie nicht Kontakt hätte. Sieht man ein bisschen, was denn gut ist. Man muss auch nicht immer alles vom Leben erzählen, was schief gegangen ist, weißt du? Er weiß ja halt dann noch mehr, weißt du? Von dem ganzen Stuff. Bei mir. Ja. Ihr wisst ja schon eine Menge, aber halt nicht alles. Er weiß halt alles. Oder fast alles. Ja. Ja, so braucht man auch so Freunde. Trotzdem kann er mir halt so nicht helfen, was es angeht. Weil er krankt ja alles. Nee, geht er gar nicht. Ja. Aber ist er nicht dafür da? So, also der Porsche macht auch was. Also ich finde, der Mercedes hier ist krass, Alter. Keine Ahnung, ob ich überhaupt Zeiten fahre. Ich habe noch nie irgendwelche Zeit geschaut, den wir fahren. Aber er ist krass. Wenn es vom Fahrgefühl her passt, musst du mal den SLS nehmen. Oh, jetzt sage ich es gerade. Und ja. Aber echt Respekt, Qualität ist gut bei Fanatec. Nur das Lenkrad ist halt Leder und das ist halt sehr schwitzintensiv. Auch teuer genug, also kannst du auch Qualität erwarten. Ja, aber es gibt mittlerweile so viele, die jetzt auch nachkommen, gell? Dadurch, dass ich jetzt wirklich geschaut habe, haben mir auch andere Links geschickt und so hier, was danach kommt, aber es ist total teuer. Also alles, gibt sogar Basis um Tausenden von Euros, nicht nur. Weiß, die Oberklasse ist echt krass. Aber das Monster, was ich gestern gesehen habe, war ganz cool. 900 die Base. Wie viel Newtonmeter? 11? Die haben so komische Sachen. 11, 16, 22, keine Ahnung, so ganz komische Newton-Dinger. Die waren echt stark. Und das Formellenker kostet 1500, glaube ich, oder 1200. Das hat mir gefehlt, denn so ein bisschen fahren sich und unterhalten. Ich hab da auch einen Text geschrieben in diesem Racing-Dings. Ich hab da mal geschrieben, aber hat sich nie jemand irgendwie reagiert oder gemeldet. Fand ich ein bisschen traurig. Ich hab's heute gesehen. Doch, der Dave hat doch geschrieben.
Ja, der war ja eh da. Das hat ja gepasst. Aber sonst. Der ist jetzt das Wochenende erstmal Party machen. Morgen Beachparty. Ist er noch jung? Auch morgen erstmal wieder auf einer Hochzeit. Das wissen. Nächstes Wochenende bin ich auch nicht da. Nächste Woche geht die Arbeit wieder los. Ich hab jetzt 2 Wochen Entspannung gehabt und. Ja, mal gucken. Okay. Fährt sich gut. Fährt sich gut. So, was hast du gesagt? Den hier. Ein SLS. Oh Gott, oh Gott. Aber mein Schneißbein, da habe ich mir so ein komisches Kissen geholt, wo ich mich draufsetzen muss, wenn es so weh tut, mal gleich holen. Komischen Rinder. Ein Hämorrhoidenkissen. Nein, nee, das ist extra für Steinsmann, aber ich denke schon, dass sowas auch sowas ist. Also schauen wir mal. Der stark oder was sagst du? Ich fand den gut, ja. Wo ich die Reifen hier warm kriege. Wobei mir der Porsche jetzt schon. Fährst du gerade Nissan? Mehr. Nissan. Achso, GTR. Den Nissan, stimmt, ich fahre den Nissan, ja. Stimmt, schon, hey, ist das der R35 oder was, den du fährst? Ich weiß, der einzige Nissan, der da war. Jo, aber der Mercedes, den ich eben gefahren bin, der war richtig actionreich, der war richtig aggressiv, konnte man den fahren. Ich fahre den Nissan, was erzähle ich denn hier? Ich habe jetzt nur zufällig einmal auf den geschaut. Ja. Schönes Cockpit. Schon klippt das. Aber auf 90% muss ich eh mal setzen. Also 100 ist einfach ein bisschen krass. Klippt auch immer wieder. Vielleicht habe ich das alles nicht so richtig eingestellt. Aber sowas dauert. Braucht Zeit. Du fühlst mit dem Ding, was du da hast, auch so viel. Vielleicht fühlst du ein bisschen intensiver halt, weißt du? Ja, und ich konnte ja schon nicht mehr fahren. Ich habe dann das Open Wheeler ja verkauft. Dann habe ich alles verkauft. Hatte ich nur noch das Original PlayStation Lenkrad. Das ist okay, aber irgendwie nicht so gedaugt. Dann habe ich das Originallenker noch getestet vom TX, das Plastik Ferrari 458. Was ich eigentlich auch super fand eigentlich. Und ich habe diese ganzen Lenkräder gefeiert, da ich ein richtig Keymapping hatte auf dem Ding. Dem Lenkrad so, ne? PlayStation und ja. Xbox. Was aber dann bei Formel 1 nicht übertragen wird, dass trotzdem 1 bis 13 Keys durchgedreht werden. Müsste man trotzdem merken, wo was ist. Das ist einfach Kacke. Ja, das ist aber ein anderes Spiel auch so. An das Spiel musst du komplett einstellen. Da hast du zumindest eine grobe Vorgabe. Nur das ERS war mitten irgendwo im Lenker drin. Du einmal immer die Hand wegtun musstest. Das ist schon geil, das macht schon Spaß. Also das ist was, was ich am meisten so Spaß macht, theoretisch. Weil auch die ganzen Pro-Spiele, selbst Xentren suchtet es. Damit haben alle angefangen. Weißt du? Olli hat ja auch nur das gespielt, erst ab 2018 oder sowas oder so oder 19 ist er dann erst abgehoben geworden, ne? Ja, klar, aber. Weiß nicht, es ist halt einfach manchmal so, dass die Spiele dann, dass der Nachfolger nicht unbedingt besser sein muss. Ich glaube, der ist an sich schon besser, aber hatte einen schweren Start damit, sage ich mal. Ne, ich hatte einen super, Moment, stopp. Ich hatte einen super Start. Die ersten 2 Tage mit meinem R3, mit dem Lenker, was du auch hast, bin ich die T3 und der S gefahren. Alle Strecken gefahren. So immer so ein paar Runden gedreht alle Strecken. War ganz geil, um zu sehen, wie das so ist. Hat super angefühlt. Zweiten Tag auch nochmal. Die Strecken, die ich nicht so kannte, bisschen gefahren, um zu sehen, ob ich das trotzdem verstehe.
Und dann am dritten Tag habe ich im Umbauen angefangen. Und seitdem konnte ich nicht mehr connecten, sage ich mal. Gar nicht mehr. Die Pedalen sind echt stark, krass. Für 80. Musst du dir auch holen hier. Echt nicht. Ich warte jetzt erstmal auf meinen Adapter. Ich habe also auch den Adapter hier mitbestellt direkt. Dass ich auch über USB anschließen kann. Falls ich im anderen Lenker was testen möchte noch. Was halt wirklich Schweinerei ist wegen dem RJ12. Ne? RJ12 sind diese Stecker, die beim Telefon sind. Ja. Und RJ12 ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es genormt ist, ob ein gewisser Standard ist, glaube ich schon. Aber Rustmaster hat es so hingekriegt, dass RJ12 die Aussparung nicht oben mit ist, sondern oben links. Deswegen hat es nicht gepasst, was ich bestellt habe. Okay, ich hab ja, bei mir passt es, weil ich ja von dem neuen Pol auf das Thrustmaster muss. Ich habe bestellt RJ12 zu USB, aber beides war halt männlich. Da musste ich noch einen Adapter bestellen, so weiblich, weißt du, zum Zollmer Buchse. Hat alles gepasst, aber leider nicht das im Lenker. Ich war mir nicht sicher, hätte ich auch das abbrechen können oben, ne? dass diese Schiene halt reingeht, aber ich weiß nicht, ob ich wollte es nicht kaputt machen und dann, ob die Kodierung so passt ist im Ganzen, weiß ich auch nicht. Einfach zurückgeschickt und fertig. Und dieses Lenkrad hat jetzt genau das, ne? Hat jetzt genau R12. Richtig. Und ich habe ja sogar noch ein Verlängerungskabel zum Telefon. Das müsste ja sogar gehen eigentlich. Ja, wenn das auch voll belegt ist. Was ich Telefon sein. Reicht eigentlich zwei Drähte, oder? Sind schon ein bisschen mehr, aber vielleicht, weiß nicht genau. Zwei normalerweise schon, aber die, so wie es von außen aussieht, sind schon mehr dann connected, weiß nicht. Aber brauche ich ja nicht, es passt ja von der Länge. Ich dachte, es passt nicht wegen. Ich habe ja die Pedale unter dem Tisch, dann bin ich hinten am Tisch hoch und dann über den Tisch zum Lenkrad hin. Ist auch nicht so ein kurzer Weg. Was meinst du hier, Katie? Bist du noch da? So vom Fahren hier und so, vom Lenkrad? Was sagst du vom Zuschauen? Aber es ist schon krass, es ist schon viel Widerstand, Alter. Erzähl doch mal, was war jetzt bei dir? Was hast du so getrieben? Komplett offline bei den Schwiegereltern von meiner Frau. Bei meinen Schwiegereltern. Richtig schön. Ja? Schön Wetter gehabt. Entspannt. Also nicht irgendwo am Strand oder was? Nee. Jeden Morgen draußen gefrühstückt. Ist echt schön gewesen. Vor der Tür oder außerhalb generell? Im Garten. Achso. Fast im Wald, kann man sagen. Ui. So Chainsaw Massacre mäßig. Ja. Cabin in the Woods. Boah, da wurde ich zu viel. So, da mache ich jetzt wieder ein bisschen langsamer und warte mal auf dich, weil ich muss ja auf dich warten. Ich will mal die anderen Reifen testen hier. Ich krieg meine Reifen auch nicht warm. Ja, das ist Katastrophe. Also. An der Reifen testen, da will ich ein bisschen mehr riskieren. Mal schauen. Vielleicht für meine Pits. Aber 30 Liter ist schon viel. Kann ich nicht reinfahren in der Pit? Nein, da. Doch, du hast einen GTR. Richtig geil, Mann.
R35 müsste das sein. Ich kann das Lenker gar nicht loslassen hier. Jo, okay. Das ist jetzt wieder beim Schalten durchgängiger Hebel, so eine ganze Wippe. Man könnte natürlich auch mit einer Hand schalten. An die Wippen, achso. Ich musste mich generell an die Wippen gewöhnen hier, weil die ein bisschen weiter weg sind. Mhm. Und der Hebelweg ein bisschen weiter ist als bei meinem G25. Da gibt es enorme Unterschiede bei den Wheels. Der Ron testet hier alles, mit wie viel Gewicht du die auslösen musst, wie viel Millimeter der Abstand ist und wie viel Millimeter der Schaltweg ist. So entspannt, so lange im Stück. Okay, denke ich mir. Ist mein Lieblingsauto. Also so mehr oder weniger vom. Habe ich mir immer. Habe ich immer geträumt von dem. Wenn es der R35 GTR ist. Oder was? Ja, nö, so generell. Fand ich den super geil. Erst den R34. Und dann, als der R35 rauskam, hattest du den quasi ersetzt. Haben sie aber jetzt eingestellte Produktion von dem. Sehr geiles Teil. Also bei mir ist es ja komplett ein durchgängiges Metallstück beim Schalten. Ja. Wenn ich das eine drücke, das andere wirklich hoch. Eine Wippe. Ja, genau, deswegen. So war auch das Formel 1 Wheel. Und das ist ja ein Replika vom GT3. Das Ding gibt es ja echt, aber nicht so halt mit dem. Das ist ja hier Carbon-Aufmalung. Das echte mit der Carbon haben. Und da gibt es für, glaub, von Fanatec für 1500 Euro. Gibt es ein Lenkrad auch? Das hat Dave gemeint, das kannst du direkt aufs Auto stecken. Der gleiche Verschluss. Okay. Ich schwitze schon hier, sag ich dir. Auf diesem Leder. Muss man meine alten Fahrradhandschuhe probieren. Ich habe mir gerade eben schon wehgetan mit dem Daumen. Als ich das Lenker festhalten wollte, da sind so Spitzen, die rausgehen. So komische rote, sag ich mal, Nadeln. Und da habe ich dann versucht, gegenzulenken, genau auf die drauf gekommen. Hat Dave das nicht auch, das Lenkrad? Nee, der hat Thrustmaster. Nee, der hat das SF1000 von Ferrari. Das Ganze mit dem fetten Display da. Okay. Reifen sind so gut jetzt. Eine halbe Sekunde schneller, aber ist egal. Ich gebe darauf nichts mehr. Ich fahre einfach. Ich habe diesen Challenge-Mode verloren. So im Kopf. Dieses besser werden, besser sein, ist mir egal. Ich fahre einfach. Lass uns doch Spaß haben einfach. Genau. Ich fahre einfach. Und wenn ich irgendwo was schauen will und wirklich try hard will, dann mache ich das halt. Aber sonst einfach fahren. Können wir so reinbremsen im zweiten hier? Der Tone von deinem, ey. Recht? Ja, wir suchen immer noch Leute, die mitfahren. Das hier, dass wir mit keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Leuten machen. Dass man mal ein paar Leute auf der Strecke sieht, die man boxen kann. Man aufhalten kann. Genau.
so viel mehr Power in dem Ding oder was? Glaub schon. Ja, das aber ich fahre auch einfach gut, ne? Das sowieso, das ist ja kein Zweifel. Kampflinie! Kampflinie hier, sag ich dir. Ich hab mir ein Mühe gegeben in der Runde. Eine Sekunde schneller als die Runde davor. Gejagt habe. Mhm. Jo, ich muss wirklich festhalten. Oh. Und ich habe halt wieder nicht in den sechsten Gang geschaltet. Bisschen leise, der Ding. Sorry. Ich habe eh so spät gebremst. Dass ich so. Ich wäre auch in Schleudern gekommen. Ich wäre auch in Schleudern gekommen. Hab so spät gebremst. Gibt kein Replay, ne? Kein Multiplayer. Weiß ich nicht. Ich muss mal angucken. Also, ich habe auch voll gebremst und dann habe ich gemerkt, wie ich an dich rangesaugt werde und ich bin mir hinten aufgefallen. Oh la la. Erzähl ich von unserem privaten Ding an, oder? Nur eben vom Rennen. Da hinten rechts bei Ralf ist total rot. Ja, ich sag, erzähl nichts Privates, ne? Ja. Ganz rot. So. Der Pop ist es rot. Der Pop ist. Mhm. Ach, guck mal. Boah, also der Nissan. Nimm den mal. Fahr den mal. Mal schauen, ob ich noch fahren kann. Ich guck doch gleich. Ich will aber gleich mal einen Handschuh testen, weil das ist krass, wie heftig man schwitzt hier. Und das geht da nicht weg. Beim Alcantara ist der Schweiß drin und man kann richtig schön dann, ne, dann lutschen. Wird da irgendwann. Nein, ich bin zufrieden mit dem Lenkrad. Das gefällt mir. Gleich wieder. Boah, wenn du den nicht auswählen kannst, dann wechsle ich den Wagen. Jo, ich komme sofort wieder. Was wollte ich holen? Handschuhe. Ah, weil genau. Du schwitzt. Danke. Oh Gott. Oh Gott, mir ist weh. Leck mich fett! Das Ding fährt immer noch.
Weißt du, was total traurig ist? Was denn? Dass auf PC EA und Steam nicht zusammenspielen können. Formel 1. Weil EA seine eigene Plattform. Ja, nee, es tun ja beide auf EA-Server connecten, aber sie können trotzdem nicht Crossplay machen. Das Okay. Crossplay-Feature kommt irgendwann noch. Keine Ahnung. Crossplay enthält ja dann EA, Steam und die Konsolen, aber ja, ist halt scheiße. So kann ich halt nicht mit allen spielen. Mit Dave kann ich spielen, mit Olli aber nicht. Aber ich sagte, dass Formel 1 ist so eine Art Zeitraffer, das ist der Wahnsinn. Das ist so schnell. Das ist so schnell, Mann. Also So. mir reicht das ja. Also ich muss nicht. Also ich würde sagen, es passt so, wie es ist bei mir. Ich werde es so lassen, das andere noch wegbauen und fertig. Und dann kann ich noch ein paar Rechnungen bezahlen. Oder einfach iRacing aufkaufen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr verkaufen. Da musst du mir die Tage sagen, das ist ein Befehl von mir, Kappa. Warte, kurz Tabletten nehmen, befehle ich dir was? Ja. Wir müssen schauen, was so gefahren wird. Außerhalb Formel 4. Da kannst du immer sortieren nach Rennen. Muss dann schauen, was der Seasons noch gibt, der Rookies, außer Mazda-Dings da. Mir hast du auch Mazda fahren. Aber irgendein Auto, wo dann einfach fahren können, weil jede Woche ändert sich ja die Strecke bei den gewissen Sachen, so einer Season da. Und da können wir dann gemeinsam fahren, ohne dass wir was zahlen, weil es gibt immer Practice-Server. Immer von dem Rennen, was stattfindet, gibt es immer Trainingsserver, da können wir gemeinsam fahren, sehr rund drehen und dann kann man auch Rennen fahren. Und das wäre halt ultra toll, weil du willst ja eh auch iRacing müssen fahren. Du hast ja viel Content da geholt. Wir müssen nur schauen, welchen Content wir brauchen, dass wir beide zumindest eine Autoklasse fahren können oder ein Auto auf mehreren Strecken halt. Ich bin drei Rennen gefahren. Mein iRacing-Rating pro Rennen 60 weniger. Einfach gewonnen. Einfach gewonnen, ja. Ja, und auch dieses, wenn du überholt wirst von schnelleren Autos, so Blue Flag und sowas, muss man auch lernen. Wo du stehst, wo du bremst, wo du ausweichst, wo du die vorbeilässt. Dann, wenn irgendwelche Unfälle sind, musst du auch lernen, wo genau du halt ausweichst oder was du machen sollst. Das musst du halt, das ist halt schwierig. Naja, ich hole mir jetzt gleich mal mein Furzkissen da, um zu sehen, ob es das bringt, wenn ich jetzt schon Schmerzen habe. Ich glaube, wenn du schon Schmerzen hast, ist es zu spät. Ja, gerade dann würde ich es ja sehen. Weißt du? Ja, dann bringt es ja nichts. Muss Ich ja weiß ja nicht, haben, um. ob ich es vorne oder hinten hin tun soll auf den Stuhl. Das Ding ist viel kleiner als der Stuhl. Vorne, hinten, Mitte, keine Ahnung wohin. Und was für eine Sitzposition ich da brauche. Guck mein Video dazu an. Das ist doch ein Arschvideo, oder nicht? So ein Scheißvideo. Oh. Also. Wenn ich jetzt so schwebe hier. Aua. So eine komische Erhöhung, die tut mir ja weh. Mehr weh. Aua. Ich glaube, es geht ohne besser. Ich habe auch noch einen anderen Stuhl hier, der keine Rollen hat. Wenn ihr wisst, was eine komische Bewegung ich gerade hier mache. Ja. Müsste eh, glaube ich, alle Stunde mal Stuhl wechseln wegen.